Willkommen zum neuen Video. Heute werden wir mal ein umfangreiches Tutorial machen, wie ihr im Endeffekt mit Grizzlyfy, mit der Plattform interagieren könnt und was es dazu alles braucht. Denn es ist schon ein bisschen was, was man hier beachten muss. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute kommt ein umfangreiches Tutorial, was die Plattform Grizzlyfy angeht. Die letzten zwei Tage waren recht turbulent. Wir haben auch kleine Problemchen gehabt, was die Website angeht. Ich selber war davon auch betroffen. Ich habe tendenziell nichts mehr restaken können und habe auf der Plattform nichts mehr gesehen. So, heute in der Früh bin ich aufgewacht, habe alles gecheckt. Tendenziell habe ich auch was, ein bisschen was in die Einstellungen, was MetaMask und meine Ledger angeht, geändert. Habe dann nochmal versucht und alles hat eigentlich jetzt sehr gut funktioniert. Alle kleinen Problemchen von gestern sind tendenziell, was ich so gesehen habe, erledigt und jetzt können wir im Endeffekt reinstarten. Gut, für alle Leute, die was im Freelance dabei waren, die können täglich, minütlich sozusagen ihre Tokens claimen, sollte man allerdings jetzt nicht übertreiben, denn man zahlt jedes Mal für das Claimen eine Fee. Also ich persönlich claim mehrmals pro Tag, da ich auch relativ viel ausgeschüttet kriege und ich will das natürlich arbeiten lassen, ganz logisch. Gut, wir gehen erst einmal rein und dann schauen wir mal, was wir im Endeffekt brauchen, um die Plattform zu benutzen. So, das ist die Plattform hier. Habe hier direkt einen frischen Account gemacht, dass ich euch auch alles zeigen kann. So, folgendes, ihr könnt das Ganze über MetaMask nutzen und ihr müsst dann das Binance Smart Chain Network hinzufügen. Das ist einmal eins und ihr braucht gewisse Einstellungen, was zum Beispiel euren Ledger oder eben auch MetaMask angeht. Was ja sehr viele jetzt in den letzten paar Tagen Problemchen gehabt haben, wo auch im Chat in die Telegram-Gruppen geholfen worden ist. So, tendenziell, wenn man mit EVMs interagiert, muss man erst einmal schauen, okay, mit was arbeitet man? Man arbeitet zum Beispiel mit einem Ledger. Ledger zum Beispiel, speziell wenn man auch auf Ethereum arbeitet, da hat man in der Ethereum-App, das heißt, man lädt sich die Ethereum-App runter, um auch MetaMask zu benutzen und da ist das Blind Signing. Das heißt, man muss sozusagen das erst einmal einschalten, um auch mit MetaMask über Smart Contracts kommunizieren zu können. Das heißt, in die Einstellungen. Ihr geht rein, das heißt, ihr gebt euren Code ein, geht in die Ethereum App, drückt da drauf und dann geht ihr auf Settings. Und da ist das Blind Signing drinnen. Das muss enabled sein. Okay, das heißt, da muss stehen enabled. Dann ist es einmal der erste Schritt, um euch vor Fehlern sozusagen zu bewahren. Das nächste ist in der MetaMask selber. Das heißt, ihr klickt hier in MetaMask. Wir sind jetzt hier schon im richtigen Network. Also ihr startet in Ethereum. Das sage ich auch ganz gleich, wie ihr das einstellt. Da müsst ihr zuerst einmal hier draufklicken. Dann geht ihr auf Einstellungen, allgemein. Und dann scrollt ihr erst einmal runter. Hier ist nichts, okay. Erweitert. Und hier unten haben wir gewisse Einstellungen. Hier zum Beispiel Ledger-Verbindung. Das heißt, wenn ihr einen Ledger verwendet, dann muss hier, es ist hier standardmäßig auf WebHID eingestellt, ihr müsst hier auf Ledger Live klicken, damit auch euer Ledger Live-App sozusagen dann die Freigabe für gewisse Transaktionen, was reinkommen, freigeben kann. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das hat, wenn das nicht eingestellt ist, dann kann es zu Problemen führen. Genau. Dann interagieren wir ja nicht auf dem Ethereum Network, wir interagieren auf der Binance Smart Chain. Das heißt, wir müssen ein neues Netzwerk hinzufügen, um überhaupt auf diesem Ethereum Fork auf der Smart Chain interagieren zu können. Adressentechnisch bleibt es gleich, nur wie gesagt, der EVM Layer ändert sich. So, was wir jetzt machen können, ist hier drauf zu klicken und dann hier Netzwerk hinzufügen. Gehen wir mal da drauf. Dann öffnet sich MetaMask für uns und dann müssen wir gewisse Daten hier eintragen, um auch das Binance Smart Chain hier aufzuschalten. Hier haben wir die richtigen Daten. Das könnt ihr zum Beispiel bei der, ihr gebt einfach in Google ein, Binance Smart Chain MetaMask und dann klickt ihr einfach akademie.binance.com, das ist offiziell von Binance und da habt ihr auch die richtigen Daten. Das heißt, diese Daten hier tragt ihr ein, hier in MetaMask und klickt dann auf Speichern. Wenn das Ganze fertig ist, dann habt ihr hier die Binance Smart Chain hinzugefügt und könnt sie dann auch verwenden. So, jetzt gehen wir nochmal zurück.
dann könnt ihr hier in MetaMask rein und dann könnt ihr von Ethereum auf die Binance Smart Chain wechseln. So, das dauert kurz, passt. Was man dann noch, also das ist einmal der erste Schritt. Das heißt, das Blind Signing im Ledger, wenn ihr den Ledger verwendet, das würde ihr auf alle Fälle immer machen. Höchstmögliche Sicherheit ist immer anzuraten. Dann die Einstellung über Ledger Live, über die Einstellung von MetaMask. Dann hinzufügen des Binance Smart Chains EVM Layer hier. Und was ihr natürlich dann braucht, ist Binance Coins. Das heißt, BNB braucht ihr, egal wo ihr die herkriegt, entweder von Binance selber oder auf KuCoin gibt es sie, oder zum Beispiel wie ich, teilweise über Swissborg, die supporten auch die Smart Chain jetzt 100%, das heißt keine normalen Native Tokens mehr, sondern nur mehr die Smart Chain Tokens, genau. Und da braucht ihr ein bisschen was an BNB, um überhaupt zu starten. Denn im Endeffekt, also ihr könnt theoretisch auch gerappte Ether, gerappte Bitcoin, die ganzen Wrapper, die was es hier gibt, auf dem Ethereum Layer zum Beispiel, könnt ihr direkt hier auch bridgen. Aber das würde dann ein bisschen zu weit führen. Ich würde sagen, checkt euch mit dem investierten Kapital, was ihr eben investieren wollt, ein paar BNB Coins und sendet die einfach auf diese Adresse dann. Die landen dann dort. Und dann seid ihr eigentlich schon ready to go. Das Einzige, was ihr dann noch braucht, ist Folgendes. Ihr müsst den Token von, also den Honey Token importieren. Denn das ist ein ganz frischer Token und die MetaMask erkennt den nicht. Was ihr dann macht, ist Folgendes. Ihr braucht erst einmal die Contract-Adressen von dem Token von im Grizzlyfy. Den findet ihr entweder auf der Grizzlyfy-Website oder ihr findet sie auf CoinMarketCap hier. Ja, Binance Smart Chain Coin, das heißt Grizzly Honey ist ein Binance Smart Chain Token. Das ist die Contract Adresse. Entweder ihr könnt sie kopieren oder ihr könnt sie hier direkt auf Add to MetaMask. Das machen wir jetzt mal. Dann seht ihr schon, da sind alle Daten drinnen und da haben wir dann diesen Token. Und dann machen wir auf Hinzufügen und der wird dann in unsere MetaMask hinzugefügt. Gehen wir mal rein. Genau, hier haben wir jetzt unseren Token drinnen, ist hinzugefügt worden, alles wunderbar. So, jetzt haben wir unsere BNB, wir haben den Native Token hinzugefügt, den Honey Token und jetzt können wir uns anmelden. Das heißt, wir gehen auf Connect Wallet, können dann über unsere MetaMask Wallet connecten. Ihr könntet theoretisch auch direkt über Ledger Live connecten oder über andere Wallets, es geht auch. So, wir gehen jetzt mal auf MetaMask. Gut. Wie legen wir jetzt halt erst einmal los? Das heißt, um hier zu partizipieren, brauchen wir erst einmal Honey. Die können wir uns hier kaufen. So Leute, die Audioaufnahme hat leider nicht funktioniert, deswegen kommt dieser Teil jetzt halt einfach dazu. Und wir sind schon ziemlich gepumpt. Wir sind jetzt von 2,70 auf 2,72. Honey-Token hält sich sehr stark. So, weiter geht's. Jetzt geht es ums Kaufen der Honey-Token, um die unterschiedlichen Volts bzw. Volts, sorry, Hives zu benutzen. So, als erstes kaufen wir uns einmal ein paar Honey Token. Hier sind wir dann auf Buy G-Honey und dann können wir hier eingeben, wie viel wir haben. Wir machen jetzt einfach mal 0,2 BNB und kriegen dann sozusagen 0,23 Honey. So, jetzt confirmen wir das. Das Ganze natürlich auf dem Ledger ebenfalls. So, Transaction finished. Jetzt sehen wir gleich unsere Honey in unserem Wallet. Das sehen wir hier, wenn wir hier draufklicken, sehen wir hier die Honey. Sollten man sehen, mit den Anzeigen funktioniert es teilweise noch nicht ganz. Schauen wir mal in unser MetaMask Wallet rein. So, da haben wir unsere G-Honey, das passt. Und wir haben noch BNB. So, jetzt gehen wir zurück in die App. Hier sind schon, der Honeypot ist schon offen und der BNB Vault bzw. Hive ist schon offen. Das habe ich vorher gemacht, bevor der Sound ausgefallen ist. So, wie kann man das im Endeffekt machen? Man geht hier einfach auf das Plus und kann dann sozusagen die G-Honey hinzufügen. Da sieht man auch ganz, wo das monatliche Einkommen jetzt wäre und das jährliche Einkommen. Wenn die Renditen so bleiben, wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. So, da geht man einfach auf Supply und dann kann man seine G-Honey ganz normal staken. So, im Moment ist die API ziemlich hoch, 2500% immer noch, sehr interessant.
Was meine Strategie angeht, ich werde hauptsächlich in den BNB Chihani Pool gehen, da bei einer potenziellen Downside der BNB sozusagen die starke Seite ist und mehr Chihani nachkauft sozusagen, und zwar vollautomatisch. Und der Impermanent Loss ist nicht extrem hoch, solange der BNB halbwegs stabil bleibt auf dem Level. Genau. Und die API ist ebenfalls sehr, sehr stark, 2800% im Moment, sehr, sehr gut. So, da kann ich jetzt reingehen, das heißt einfach hier auf das Plus gehen, beziehungsweise wenn ihr neu was hinzufügt, ist hier der Button, geht ihr auf das Plus und dann könnt ihr eure BNB einzahlen. Hier zahlt ihr nur eine Währung ein, das heißt nur BNB oder zum Beispiel Bitcoin kann man ja auswählen, Bitcoin, Ether und so weiter kann man alles einzahlen. Das wird dann einfach 1:1 in die unterschiedlichen Seiten gekauft, das heißt BNB wird gekauft und Honey. Wenn ihr jetzt nur BNB einzahle, dann werden die Hälfte von die BNB verkauft und davon wird wieder Honey gekauft. Genau. So ist es. Wenn ihr jetzt im Staking seid, hier seid ihr im Staking, hier seid ihr dann im Liquidity Mining, dann seht ihr hier Earned Hochticken. Wenn ihr das Ganze haben wollt, dann, das funktioniert nicht vollautomatisch, wie zum Beispiel bei der DeFi-Chain, wo ihr das Ganze einfach ins Wallet deployed kriegt. So ist es nicht hier. Wir sind hier auf einer EVM, wir müssen das Ganze immer claimen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich dann hier den Harvest-Button zu klicken und dann die Transaktion auszuführen, um eben das in sein Wallet, in sein MetaMask-Wallet zu claimen. Das heißt, die Honey landen zuerst in eurem MetaMask-Wallet und die könnt ihr dann wieder verwenden, entweder für Staking oder um euren Pool aufzustocken. Ganz genau. Und hier ist es ebenfalls bei den Stablecoin Pools. Wenn ihr hier einen Pool aktiviert, dann seht ihr ihn hier bei Hives. Und hier ist ebenfalls, wenn da gibt es dann unterschiedliche Strategien, wo dann die Renditen zum Beispiel gecompounded werden. Grizzly Strategie teilweise 3000%. Hier vorweggeschickt, das ist eine Jahresrendite. Das heißt, durch den Compound-Effekt kommt das erst zustande, also durch den Zinseszinseffekt. Mit dem würde ich aber mal auf alle Fälle nicht rechnen, wenn ihr, wenn ihr hier reingeht. Standardstrategie wird auch viel reinvestiert durch den Honey-Token und da kann man zum Beispiel eben so Richtung 37% auf Stablecoins kriegen, was auf alle Fälle nice ist. Genau. Zusätzlich haben wir noch Mixed Pools mit Stablecoins, Bitcoin, Ether und Binance ist auf alle Fälle auch, lässt sich auch sehen, ca. 100% auf diese Paare, sehr, sehr gut. Genau, so schaut es aus. Hier seht ihr dann auch das totale Investment und wie viel Rewards sozusagen monatlich ungefähr rüberschauen. Das ist natürlich abhängig von dieser hohen APR. Wenn jetzt hat, natürlich die Leute, die was jetzt beim Freelaunch, Fairlaunch dabei waren, dann ist es so, die kriegen immer weiter ihre Coins und viele werden wahrscheinlich aufgrund dieser hohen APR ihre Coins eventuell wieder in Staking oder ins Liquidity Mining packen und durch das pumpt das sozusagen das Total Value Locked immer weiter auf. Genau, das werden wir sehen, wie viel wir im Endeffekt haben. Wir haben jetzt gerade 15 Mille, was auf alle Fälle gut ist und einen Preis von $274. Ich glaube, wir waren so ungefähr bei $210, wo der Fair Launch vorbei war und wir sind jetzt schon ziemlich gut gepumpt. Ich muss sagen, das im Moment schaut sehr, sehr gut aus. Und genau, soweit schaut es gut aus. Meine Vorgehensweise ist einmal auf alle Fälle hier zu compounden, immer wieder in den BNB Chihani reinzugehen, auch mit den, die was ich aus dem Freelaunch kriege und natürlich die Renditen, die was hier generiert werden, werden immer wieder reinvestiert hier drinnen, gell, bis zu einem gewissen Punkt. Gut, das war's. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier am Referral-Programm teilnehmt, dann unterstützt ihr natürlich meine Arbeit und das ist auf alle Fälle nice. Gut. Das war's auch mit diesem Video. Zweigeteilt, aber ich hoffe, die Infos sind rübergekommen. Bei mir ist es schon ein bisschen später. Gut, wenn euch solche Videos gefallen, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte gerne in die Kommentare. Und wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst meinen Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.